Und alles nur wegen dem Fluch des goldenen Dings da. Oh nein, ich hab ihn gesehen. Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja babyleicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Ober cool. Ich glaub's nicht. Ja, Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Keine Ahnung, warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch 2 Tage und dann sahne ich ab. Henry, was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry, ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht, bitte, bitte, du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dings da ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dings da zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen. Aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dings da! Gut. Henry! Kann man hier nicht mal seine Ruhe haben? Spaghetti, Kondensmilch, Bohnen. Oh, Henry, ich will zum Supermarkt. Willst du irgendwas? Das geht nicht. Jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil ich mitkommen will und ich kann erst mit, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Du willst dein Zimmer aufräumen? Dann warte ich gerne auf dich. Ja, Mama, wir haben keine Frühstücksflock mehr. Wir müssen wieder welche kaufen.
Henry, warte! Ich muss die Frühstücksflocken holen. Na schön, aber nur eine Schachtel. Aus der Bahn! Oh, ja! Oh, so was Blödes! Welche nehme ich nur? Welche? Die da! Ja! Ich habe es! Oh! Wem gehört dieser schreckliche Junge? Henry! Hausverbot im Supermarkt. Und obendrein mussten wir alle Frühstücksflocken kaufen. Kein Fernsehen für einen Monat. Und dein Taschengeld werde ich dir auch kürzen, drastisch. Jetzt geh auf dein Zimmer und da bleibst du. So eine Schande ist es. Ja, und was machen wir mit denen? Henry darf sie nicht behalten. Nein, auf keinen Fall. Aber ich weiß schon ganz genau, wem wir sie geben könnten. Ich hoffe, ihr habt euch angestrengt. Was habt ihr mir zu bieten? Gegen das hier. Was? Wo ist Bert? Er müsste längst da sein. Bert ist beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Das ist von... Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der Nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll! Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Henry! Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Gib es weiter, Henry! Ja, los, gib schon weiter, Henry! Komm schon, Henry, gib es weiter! Ist ja gut, fang du Zwerg! Sei nicht so gemein, Henry. Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Hab ich nicht. Du hast mich geschubst. Hab ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß. Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killerboy Reds. Ihr müsst alle tanzen. Henry, sieh mal, wer da ist. Herzlichen Glückwunsch, Henny. Ich wusste schon, Zahnarzt. Danke. Mama! Das kannst du später aufmachen. Jetzt gibt es was zu essen. Wenigstens wird das Essen lecker. Ah! Wo sind die Burger? Und wo meine Pommes? Erdnussbutter. Ich mag Erdnussbutter. Und ich Karottenstangen. Willst du Chips? Nein, danke, Henry. Ich will fit und gesund bleiben. Henry, du hattest recht. Deine Party ist super. Das ist die mieseste Party aller Zeiten.
Ich wette, das ist auch wieder so ein überflüssiges Geschenk. Oh Mann, das trifft schon eher meinen Geschmack. Das ist alles unbedingt. Jetzt kann die Party losgehen. Damit. Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Das Essen ist ruiniert und hier sieht's aus wie nach einer Schlacht. Ja, das nenne ich mal eine richtig gute Party. Du wirst nie wieder, niemals wieder zu Hause eine Geburtstagsparty feiern. Das macht nichts. Das sagen sie jedes Jahr. Und schon in 12 Monaten seid ihr alle wieder eingeladen. Ja! Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein. Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5! Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will noch wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhabe? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. Zurück. Wartet hier. Es ist wichtig, dass wir das Raftsandmonster überraschen. Wenn nicht... Oh, müssen wir uns dann den Hals waschen?
Ich pfeife zweimal, wenn es sicher ist. Und seid vorsichtig. Das ist doch bescheuert! Ich glaube, ich musste schon längst ins Bett. Das habe ich ja ganz vergessen. Henry, pass auf. Du musst die Badewanne füllen. Dann füllst du alle Töpfe, Wasserkrüge und einfach alles, was du finden kannst, ja? Und beeil dich. Und bring Peter sein Eis. Jetzt kann ich am Computer spielen. Oh, schlimmer kann's ja wohl nicht mehr werden. Henry, sei so lieb und bring mir noch eine Decke. Und mir meine Wärmflasche. Mir ist zu kalt. Und noch eine Zeitschrift. Und mein Buch. Und den Hustensaft. Ich brauch Taschentücher. Henry, kannst du bitte an die Tür gehen? Die Tür. Das Wasser wird wieder angestellt. Achte darauf, dass alle Wasserhähne zu sind. Na toll. Noch jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Was? Wollen Sie sonst noch was? Eine Wärmflasche? Eine schöne flauschige Decke? Nein, danke. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch? Kein Problem. Ich setze es auf die Liste. Hört ihr das? Ruhe! Kein
Einer ruft nach mir und will irgendwas. Na endlich! Oh, Henry. Ich fühle mich einfach grauenvoll. Ich leg mich ins Bett. Ja, Mama ist auch krank und ich musste ihr Saft bringen. Und Peter wollte Eis haben und Frau Sonderlich hat angerufen und der Mann von der Stadt war da und ich musste alles auffüllen. Und dann... Oh, 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 oh. Und keiner hat die Wasserhähne zugedreht und jetzt bin ich klitschnass und mir ist kalt und... Und jetzt bin ich wirklich krank und das ist gemein. Ich will wieder...